Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Tell Me Why. Wir sind wieder auf der Polizeiwache und wir sind ins Archiv eingebrochen, weil Eddie uns offensichtlich etwas über unsere Mutter verheimlicht. Schauen wir mal, ob wir finden, was wir suchen. So, mit dem Computer kann ich nichts anfangen. Das hat man eben schon in der Hand. R66 R09, weiß ehrlich gesagt nicht so richtig. R6, wir brauchen R68, R52, R34, alles nicht hilfreich. R62. Hier auch nicht. Wo ist die? Nein, das ist sie nicht. Nö. Und? Die hier auch nicht. Nein, das ist sie nicht. Nö. Die hier auch nicht. Nein, das ist sie nicht. Da, R68. Los geht's. R68, 653. Sieht aus wie eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Ermittlung. Chronologische Aufzeichnung. Ermittlung Fallnummer 68653. 1.3.2005. 22:35 Uhr. Von meinem Partner Officer Christian Holt über den Unfall an der 12 Canary Road, Dallas Crossing, informiert. Weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Ronan, geboren 8.7.1964, vom Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen Nummer 36359 und 36360. Brown. 22.58 Uhr. Holt und ich erreichen den Tatort. Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist Jay Chan. Nummer 5622. Brown. 23.07 Uhr. Zeuginnen. Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan. Und Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan. Geboren 7.3.94. Ausgemacht. Ausfindig gemacht. Kinder der Mary Ann Ronan. Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in die Obhut von Streifpolizist Jay Chan gegeben. Brown. 23.41 Uhr. Gerichtsmediziner Ermittler T. Dickens trifft am Tatort ein. Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O'Tully. Nummer 5629. Vor Ort Fotografien des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Rassler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Scheune. Brown. Und? Bisher sehe ich nichts, was wir nicht schon wissen. Es gibt Referenzen zu anderen Akten und Audioaufzeichnungen. Vielleicht kannst du sie am Computer finden. Selbst wenn unsere Akte noch nicht digital ist, steht sie vielleicht schon im Appendix. 2.3.2005, 0.23 Uhr. Leichnam wurde an Gerichtsmediziner überführt. Tatort gesichert. Brown. 1.04 Uhr. Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronans Haare durch Schwester A. Ronan kurz schneiden lassen. Habe Mary Ann Ronan, Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronan mit einer Waffe bedroht. Als Name des Minderjährigen geschwärzt Ronan vor ihr floh, habe M.A. Ronan Name des Minderjährigen geschwärzt an dem Pier verfolgt. Name des Minderjährigen geschwärzt Ronan habe M.A. Ronan, die zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown. 6.30 Uhr, Tatort untersucht. Die von Name des Minderjährigen geschwärzt Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Brown. 4.3.2005, Fall an Staatsanwalt B. Cruz übertragen. Name des Minderjährigen geschwärzt Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Fall TA 66585. Brown. Genau, räum ich wieder weg. Thank you.
Okay, bin drin. Es gibt eine Stichwortsuche. Wonach soll ich suchen? Ich weiß nicht. Marianne Ronan? 1. März 2005? So. Polizeibericht. Aha. 24 Stunden Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformationen und Zusammenfassung des Verbrechens. R61889. Die Nummer lautet 05R61889. R61, da. Da. Kriminalbericht, Berichtsinhalt, Tötungsdelikt, Opfer, Name Marianne Ronan, Ethnizität weiß, Geschlecht W. Größe 1,68 Meter, Gewicht 62 Kilo. Alter 41 Jahre. Geburtsdatum 8. Juli 1964. Führerschein, Fremdsprache keine, Beruf arbeitslos, Tatort 12 Canary Road. Datum und Uhrzeit des Vorfalls, bla bla bla. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Ich überfliege das jetzt hier, weil das hat tatsächlich ziemlich viel. Sonstiges dunkles Holz. Okay, das betrifft die Schrotflinte. Der gesamte Tathergang. Wow, das ist ja ein halber Roman. Brown ist richtig eloquent. Er ist kein Autor, Tyler. Ach du Scheiße, 4 Seiten. Fallschilderung, Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Marianne Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Rassler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, Name des minderjährigen Geschwärts, Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester, Name der minderjährigen Geschwärts, Ronan, erhalten hatte. Der Zeitgenosse von Ronan zufolge reagierte Marianne auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte, ich sage jetzt einfach Tyler, mit der Schrotflinte. Tyler floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Marianne folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf den Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin Allison, Ronan, ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Tyler Ronan von Marianne bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen aus, dass Marianne Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt, Dienstnummer bla bla bla, das Dallas Crossing, Streifenpolizei wurde an den Tatort entsandt. Strand regelte den Tatort ab, öffnete Tatortprotokoll, versorgte die beiden Jugendlichen. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in ihren Aussagen. Am 1. März 2005 benachrichtigte Abram per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlungen: Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Beide stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuser befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Rassler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen. Allison sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss gefunden, als sie die Schreie hörte. Sie sei die Treppe hinuntergelaufen, habe dort durch das Küchenfenster Tyler und deren Mutter am Pier gesehen, habe versucht wegzulaufen, doch Marianne habe gedroht zu schießen. Den Aussagen beider Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bringe dich um. Allison stach dann bei dem Versuch zu
Okay, Tyler stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Marianne verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel, Gegenstand, Genau, sie haben ja der Polizei gesagt, Tyler hätte die Mutter erstochen. So, das andere war, Moment, ich gehe nochmal an den Computer. So, zack. Mal rüber. R26766. Ich suche nach 05R62766. Gott, ist das ja alles viel. Und es werden immer mehr Stichworte. Wenn ihr R62 seht, dann schreit mal bitte laut, ja? Die Nummer lautet 05R62766. Warte mal, welche Akte liegt hier auf dem Tisch? Ah, das ist doch. Der Autopsiebericht. Ich habe Ihren Autopsiebericht. Okay. Sie, Gott. Was? Sie ist ertrunken. Die Stichwunde war nicht tödlich. Was? Obduktionsbericht, Obduktionsklasse A. Datum 2.3.2005, Uhrzeit 9.30 Uhr, Dr. Gray. Durch Dr. Gray. Weiblich, 42, tot bei Ankunft nach Ertrinken. Einmal Stichwunde, Lendenbereich. 2 Grad nach Angriff mit Schere durch Tochter, keine Vorerkrankung bekannt. Sektionsbefund, Schaumpilz im Mund und Nase, Hirnödem, Wassereinlagerungen in Lunge, pulmonale Ödeme und Emphysema aquosum, Blähbauch. 2 Grad Mageninhalt, Stichwunde 7,6 cm linker Lendenbereich, 2,5 cm über Sips antemortem. Computertomographiebefund. Flüssigkeit in Nasennebenhöhlen und Luftröhre. Bilateraler Pleuraerguss. Blutbildanzeichen von Einatmung von Süßwasser. Hämolyse diffus. Natrium niedrig. Kalium niedrig. Kalium hoch. Zusätzliche Faktoren, die nicht die direkte Todesursache waren. Tötung. Nicht feststellbar. Bei nicht natürlichen Ursachen. Wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer in eiskaltes Seewasser. Wurde für einen oben benannten Befund ohne Operation durchgeführt? Nein. Organentnahme. Autopsie berichtet durch DCPD-Detective Eddie Brown. 15 cm lange Stichwunde, Tod durch Ertrinken, Überprüfung der Untersuchung durch stellvertretende Pathologen, Kennzeichnung, bla bla bla, Kleidung und so weiter. Herzblut, Formeln entnommen durch, alles klar, Urin, Standard. Alles schön akribisch, genau. Scheiße. Eddie kommt die Treppe rauf. Was jetzt? Was soll ich tun? Halt ihn auf. Mach was, Sherlock. Sag ihm, du musst ihm im Büro sprechen. Dallas Crossing Police Department. Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht ablegen. Wie lautet Ihr Notfall? Erfolg freigeschaltet. Dallas Crossing Police Department. Okay, das ist das Gleiche. Hallo?
Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht auflegen. Hier. Benko. 0501 COM. Ich suche 0501 COM EBR. Da. 0501 COM. Okay, was haben wir hier? Scheiße. Unglaublich. Brown hat Mary Ann an das Jugendamt gemeldet. Was? Wo bist du? Was ist los? Okay, Jugendamt, Anzeige, eine staatliche Aussage von mir, Ronan. Okay. Haben wir. Ich glaube, das ist alles, was ich herausfinden kann. Und ich kann es gerne noch weiter versuchen, ob ich da noch irgendwas rausholen kann. Dallas Crossing Police Department. Ja, das ist wieder. Hallo? Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht auflegen. M5R68 MISC. Die Nummer lautet 95R68 MISC. Da. Los geht's. Warum ist das hier? Patientenname Ronan, Beschreibung der Symptome, Diagnose Gehirnerschütterung, Beschreibung der Symptome, Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung. Ich, Patientenname Tessa Wecki, entlasse St. Mary Klinik aus der Haftung bezüglich der Entlassung des Patienten entsprechend dieser Erklärung. Ich habe die Erklärung gelesen und verstanden Unterschrift der Patienten und Krankenhausstempel. Wie lange wird sich Chief Brown noch hinhalten? Name kam vor. Suche nach ihr? Okay. Hab was. Hier. 2005, 2015. Okay. Ich suche nach 2005, 2015, 46. Da. Was zum Teufel? Tessa hat die Kindesverwahrlosung angehängt. Okay. Ladendiebstahl. Tessa Wecki. So. Beschreibung. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Wecki geführte Geschäft. Wenig wie die Wecki. Mrs. Wecki gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Wecki gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über im Blick gehabt. Wecki sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Wecki erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sie sagte, sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben.
Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Becky gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte, und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Becky bekräftigte die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass an diesem Morgen sonst niemand den Laden betreten hatte. Mrs. Becky sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Mrs. Becky gab außerdem an, Grund zur Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Becky hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlungen irgendeiner Form ausgesetzt seien. Missstück. Ganz einfach Missstück. Ich muss mich beeilen. Mist. Das war's. Tut mir leid, Tyler. Ich konnte ihn nicht stoppen. Er kommt auf dich zu. Natürlich. Raus. Onkel, wir wollten nicht... Ich sage es nicht zweimal. Du gottverdammter Heuchler. Ich sagte raus. Hey, lass mich los. Möchtest du hier übernachten? Los! Ich hab gesagt, fass mich nicht an. Na los. Ihr habt Glück, dass ihr zur Familie gehört. Ja, Familie. Und um Allisons Willen sollten wir reden. Worüber? Über unsere Akte? Wir wissen vom Jugendamt. Warum? Warum hast du sie verraten? Und warum Tessa? Okay. Ja, hast recht. Wir müssen reden. Aha. Dann leg mal los, Chief Brown. Der Winter vor dem Tod eurer Mutter war echt hart. Delos Crossing war Monate eingeschneit. Straßen waren gesperrt und die Vorräte waren knapp. Alle traf es hart. Besonders Marianne. Ja. Sie kam immer nur gerade so durch. Und dieser Winter ließ ihr nichts mehr übrig. Selbst wenn die Leute ihr hätten helfen wollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie es zugelassen hätte. Du sagst, Tessa hat unsere Mutter aufgrund von Versorgungsproblemen gemeldet? Tessa kam zu mir, weil sie ehrlich besorgt war. Klar. Von Rechts wegen musste ich Tessas Beschwerde leider melden, auch wenn ich es anders sah. Also nahmst du sie beim Wort und riefst das Jugendamt? Unzureichende Ernährung für Kinder und keine angemessene Aufsicht. Sowie unzureichende psychologische Betreuung. An der Sache war auf jeden Fall was dran. Was? Das ist Bullshit. Es ging also ums Gesetz. Klar. Warst du deswegen an dem Tag da, an dem sie starb? Fühlt es sich mies, was? Deshalb hast du die Regeln gebrochen. Ich musste sie vor dem warnen, was auf sie zukam. Es sah nicht gut aus. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, ein paar Hintergrundinfos zu sammeln. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich dachte, einander immer die Wahrheit zu erzählen, sei unsere oberste Regel. So ist es, kleiner Elch. Und doch hast du gelogen. Ich wollte nur nicht, dass ihr beide unnötig darunter leidet. Doch ihr seid erwachsen und das war eure Entscheidung. Es tut mir leid. Danke. Einfach so,
Muss nett sein, eine Tochter zu haben, die dich so leicht vom Haken lässt. Eddie, du zeigst immer mit dem Finger auf Tessa, aber du musst Verantwortung für deinen Anteil am Tod unserer Mutter tragen. Die letzten 10 Jahre habe ich mich wieder und wieder gefragt, was ich hätte anders machen können. Ich weiß, ich habe mich euch gegenüber nicht korrekt verhalten. Und ihr habt jedes Recht, wütend zu sein. Vater zu sein? Tja, das ist verdammt schwer. Ich gebe mein Bestes. Und das möchte ich auch mit dir versuchen, Tyler. Wenn du willst. Ich bin offen dafür. Aber es wird noch etwas dauern, bis wir alle eine glückliche Familie sind. Das verstehe ich. Es ist schwer, Vertrauen zu fassen. Doch hier hast du einen Platz. Umarmung? Nein. Auf gar keinen Fall. Dafür war die Situation gerade, glaube ich, ein bisschen zu aufgeheizt. Okay, ich muss euch jetzt wirklich rauswerfen. Der Teufel schläft nie, was? Oh ja. Ich bin teuflisch wie kein Zweiter. Da ist er jetzt auch noch stolz drauf. Wir sehen uns später. Tyler, was gibt's? Ich sollte mich wohl entschuldigen. Ach ja, wofür? Etwa den Einbruch? Verletzung der Privatsphäre? Sorry. Das war scheiße. Mach dir keine Sorgen. Ist schon in Ordnung. Aber wehe, du machst das nochmal. Also, ich habe die Rechnung von Fireweed gesehen. Als du meine Sachen durchwühlt hast? Ja. Ich, Wir müssen nicht darüber reden. Oh, weißt du? Nein. Ich lass dich nicht mit der Macho-Nummer vom Haken. Es war nicht nötig, aber du hast es getan. Und nach Fireweed zu gehen, war alles für mich. Also, danke. Okay? Okay, Tyler. Bitte sehr. Nun, dann sehen wir uns, ja? Du weißt, wo du mich findest. Sollen wir gehen? Ja, gehen wir. Na, das lief besser, als ich befürchtet hatte. Was ist da oben passiert? Lange Geschichte. Hey, nicht vergessen. Kopf hoch. Ja. Kopf hoch, Brust raus. Braves Mädchen. Ich hätte jetzt gern Bier. Es ist Mittag. Das bedeutet, wenn ich es dann getrunken habe, wäre es schon Nachmittag. Man kann mir doch nicht zumuten, mein Sandwich ohne ein kaltes Bier zu genießen. Steht morgen unser Mittagessen? Ja, klar. Ich schreib dir. Macht ihr zwei euch auf den Weg? Ja, wir haben noch zu tun. Bist du soweit, Allison? Yep. Lass uns gehen. Dann lass gehen von wir. Dir hören, Tyler. Klar. Man sieht sich. Bis später. Allison. Was? Du fühlst dich scheiße. Ach, und wieso? Weil ich mich auch scheiße fühle. Was machen wir jetzt wegen Tessa? Nichts. Hör zu, wir machen gar nichts. Es reicht, Tyler. Mit Tessa sprechen? Warum? Wonach suchst du denn? Was soll sie dir sagen? Ich dachte, sie liebt uns. Wirklich? Chief Brown, ist es wahr? Ist sie... Eine Erinnerung. Oh mein Gott. Kinder, ich... Tessa. Tessa, du musst gehen. Komm schon, Kinder. Alles wird wieder gut werden, hört ihr? Alles wird gut, ich verspreche es. Bitte geh. Du darfst nicht hier sein. Oh Gott! Oh, oh Gott!
Wo sind denn alle hin? Tessa muss hier irgendwo sein. Guck doch mal im Büro. Ich glaube, ich höre was. Na, zumindest wissen wir, dass nicht alle einfach weg sind. Aber in Anbetracht dessen, wer da ist, bleibt die Begeisterung noch aus. Ich brauche meine Pause. Ich kaufe ein paar Sachen ein. Du suchst Tessa, okay? Geht klar. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Likes und auch Kommentare freuen. Und ja, ebenso freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tell Me Why dann wiedersehen. Bis dahin und bye bye.